Ja, jetzt ist ja auch bald Weihnachten und ja, ich freue mich drauf. Das der einzige Nachteil ist, da ich ja zu meinem Vater fahre in Richtung Dezember. Also Richtung Dezember, ey. Richtung Wolfsburg. Und das so und das Schweinschanze, ja, 22. war es. Am 22. da fahre ich nämlich zu meinem Vater. Und ja, da werde ich bestimmt erste Klasse fahren müssen, weil die zweite ist schon komplett ausgebucht, aber wen juckt's? Also, ne, mich nicht. Erstens, für mich ist die erste Klasse eh viel besser, weil ich da mehr Beinfreiheit habe. Und von daher, ja. Gut, ist zwar teurer, aber wenn man zeitig kommt und die erste Klasse bucht, dann kriegt man die auch schon für, naja, so 20, 30 Euro, so in dem Dreh. Von daher, und manchmal ist die dann halt auch einfach günstiger als die zweite Klasse, wo ich mir dann so manchmal so frage, also ganz ehrlich, damit macht aber die Deutsche Bahn überhaupt gar keinen Gewinn. So. Ja, wo ist doch was. So, an und los geht's. Hexen wir nochmal wieder ein bisschen. Ich bin müde. Ja, war heute auch ein anstrengender Tag. Also ich war heute viel unterwegs, mal wieder ein bisschen Tatra gefahren und weil ich nämlich zum Kieferorthopäden musste und Tatra kam gerade, hab ich mir gedacht, ach komm, fährst du mit dem mit. War wieder toll gewesen, weil ich komme einfach nicht mehr dazu. Ich fahre nach der Schule direkt nach Hause, esse dann Mittag und ja. Hausaufgaben und dann ist dann irgendwann auch wieder abends und ich muss auch noch aufnehmen für euch. Gut, jetzt war jetzt in letzter Zeit nicht gemacht, weil halt wirklich die Schule sehr stressig war. Also war viel los und ja, von daher. Ja, normal, das können wir mal hier. Machen. Und da piept doch schon, dass er bald am Ende ist. Und ich auch am Ende. So, und dann geht's wieder. Müsste der ja eigentlich alleine hinkriegen. Und dann können wir mal hier mit der Sämaschine hier mal wieder anfangen zu säen. Nein, das ist das Falsche. Ich liebe ja diese ganzen Mod-Sachen.
Mod-Geschichten, na, das ist einfach, ich finde, einfach schöner. Und von daher. Ja, die OmniSpeed-Videos werden übrigens, also es werden weiterhin erstmal OmniSpeed-Videos kommen und keine OmniLet's Plays. Ich überlege noch, ob ich das vielleicht doch noch machen werde, aber es steht in den Sternen, das kann ich wirklich noch nicht sagen. Und deswegen, ja, also. Geduld haben, abwarten. Ihr werdet es zu geraumer Zeit ja dann mitbekommen werden. Und von daher. Ja. Naja, wie gesagt, also geht er jetzt wieder auf die Weihnachtszeit zu. Ich finde irgendwie, gefühlt ist noch gar nicht so für mich Weihnachten. Pff. Ja, ist jetzt halt mal, aber ich finde, das ist für, also gefühlt ist noch gar nicht Dezember. Ist zwar blöd, weil dann hätte ich jetzt nicht in 4 Tagen Geburtstag, aber trotzdem, ich fühle mich gerade noch nicht so wie Dezember, also ich weiß nie warum, aber es ist dann immer halt so. Und ja, auf alle Fälle, es ist aber halt schon Dezember. Es ist, ich finde, es wird erstens viel zu zeitig zu dunkel und dann halt auch noch, dann kommt noch dazu dieses Mischwetter. In einem Tag ist es kalt, in anderen Tag ist es wieder warm, dann ist es wieder kalt und ist es 3 Tage kalt. Dann hat es mal ein bisschen bei uns hier geschneit, also in Dresden, da lag nie wirklich viel Schnee. Also mal kurz für 10, 20 Minuten, danach war der Schnee wieder weg gewesen. Es hat nicht mehr gelohnt, irgendwie Fotos oder so zu machen. Und ja, von daher. Ja. Aber hoffentlich kommt dann mit Neujahr wieder schöner Schnee und. Ich kann dann wieder schöne Schneeaufnahmen machen, weil Fotos im Schnee ist auch nochmal eine ganz andere Belichtung und so weiter. Und es sieht halt auch anders aus, als wenn jetzt immer alles so knallig grün ist. Ist zwar auch schön, ja, aber ja, das ist nicht so meins. Ich finde Schnee toll. Außer natürlich im Landwirtschaft, also da finde ich natürlich Schnee nicht so toll, weil dann kann man ja gar nichts machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar, was ist denn auf Dot 10? Da ist Sojabohnen, richtig? Waren Sojabohnen. Gut, dann müssen wir jetzt das Rohr rausfahren.